Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich gerne ein Produkt gemeinsam mit euch auspacken und im Verlauf des Videos auch einrichten, das in meinem Smart Home Alltag das wahrscheinlich größte Problem lösen wird. Und zwar geht es um diesen Friends of You Smart Switch von Senic und Gira. Ich glaube, der größte Feind bei jeder Smart Home Installation, speziell dann, wenn es um Licht geht, ist der alte, herkömmliche Lichtschalter. Weil wenn der mal ausgeschaltet wird und die smarte Glühbirne oder Lampe hat keinen Strom mehr, dann kann ich per Sprachbefehl oder in der App tun, was ich will. Die Lampe geht natürlich einfach nicht an. Und wir haben zwei kleine Kinder und speziell hier im Studio ist es ein Thema. Wie oft komme ich hier rein und mache meine ganze U-Umgebung an und einzelne Leuchten, speziell jetzt in meinem Fall die Deckenleuchte, bleibt dann ganz einfach aus oder der Bewegungsmelder kann sie eben dann nicht anschalten. Und das ist ganz einfach ein Thema. Aus meiner Sicht gibt es zwei relevante Optionen, dieses Problem zu lösen. Auf jeden Fall, die hier für mich in mein Setup passen. Und entschieden habe ich mich eben für diesen Schalter hier. Ich würde vorschlagen, wir packen das mal gemeinsam aus und richten den dann auch gemeinsam ein und im Verlauf erzähle ich so ein kleines bisschen, was meine Beweggründe für diese Lösung waren und was ansonsten die andere Option noch wäre. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man sich die Hersteller im Bereich Schalter, Steckdosen, Schalterserien für Häuser anschaut, dass man hier bei Busch-Jaeger und bei Gira bei wirklich zwei großen Unternehmen unterwegs ist. Da entscheidet natürlich A so ein bisschen der Geldbeutel, also beide sind schon etwas höherpreisige Hersteller, auf jeden Fall nach dem, was ich so rausgefunden habe und zum anderen eben auch die Optik der Blenden. Ich persönlich, also wir haben hier im Haus grundsätzlich alles von Gira und ich persönlich finde speziell auch diese Linie hier, diese Serie sehr, sehr schön und das hat mich letztlich auch zu Gira greifen lassen, also zu diesem Senic Gira hier und nicht zu dem Konkurrenzprodukt von Busch-Jaeger. Ich glaube auch, das gleiche Produkt von Busch-Jaeger kostet einen Ticken mehr, wobei das, wie gesagt, für mich jetzt nicht der ausschlaggebende Grund war. Ja, und der Riesenvorteil von dieser Geschichte hier ist, ich zeige es euch mal, das ist ein ganz normaler Wandschalter mit einer Wippe nach unten, nach oben, auf beiden Seiten. Das heißt, ich kann hier also schon mal verschiedene Szenen oder Räume oder Lampen mit einem Schalter triggern. Das ist auch der Grund, warum ich unseren normalen Schalter nicht smart gemacht habe, weil das ist nur eine Wippe hoch runter. Da hätte ich also über andere Umwege sozusagen dann mehrere Szenen durchschalten müssen etc. Und der zweite Vorteil aus meiner Sicht von diesem System ist die Tatsache, dass es komplett ohne Stromversorgung auskommt. Ich gucke jetzt hier gerade mal, auf der Rückseite seht ihr das. Da ist also, da kommt nirgendwo Strom rein. Ich brauche also keine Stromzuführung irgendwie aus meiner Steckdose oder aus der Wand. Und zum anderen ist hier auch keine Batterie, da kein Akku drin verbaut. Das heißt, er bezieht seine Energie durch das Drücken der Taste. Ich habe also eine gewisse Tastenbewegung und auch einen Klick. Ich bin mal still, dann hört ihr das besser. Und das scheint offensichtlich auszureichen, dass durch diese Bewegung genügend Energie produziert wird, damit das Funksignal vom Schalter zu meiner Zigbee-Bridge, in meinem Fall der U-Bridge, transportiert wird, um dann dementsprechend meine Lampen zu steuern. Das finde ich sehr, sehr smart. Und ihr seht schon, auf der Rückseite ist das Produkt ganz enorm flach. Ihr dürft noch irgendwo, wir packen es mal weiter aus, ich gucke mal, dass hier kein HomeKit-Code in irgendeiner Stelle dabei ist, der mir jetzt Probleme bereitet. Genau, hier seht ihr es auch. Man kann das ganz einfach mit Klebepads an die Wand kleben und hat somit, wenn man sowieso schon im Gira-Sortiment unterwegs ist, einen Schalter, den man überall platzieren kann, um seine dementsprechenden Lampen zu steuern. Das hat natürlich nur dann Sinn, aus meiner Sicht auf jeden Fall, wenn man hingeht und dann den Originalschalter ausbaut und überbrückt. Ja, weil ansonsten habe ich genau das Problem, dann schaltet jemand die Lampe an dem alten Schalter aus und dann klappt der eben auch nicht mehr, weil die Stromzuführung gekappt ist. Das heißt, da müsste man dann für Sorge tragen oder, und das ist aus meiner Sicht die bessere Variante, man lässt sich von einem Elektriker, weil soweit ich weiß, darf man das in Deutschland eben selbst nicht tun, den alten Schalter ausbauen und dann die beiden Kabel, die in dem Schalter drinstecken, mit einer Vago-Klemme überbrücken, sodass ich Dauerstrom auf meiner Lampe habe und dann ganz einfach diesen Schalter hier, ihr seht, der ist ja auch entsprechend hier hinten dann auf diese Unterputzdosen schraubbar, draufschrauben und dann habe ich einen ganz normalen Schalter, der sich optisch in mein gesamtes Gira-System hier in meinem Fall einfügt und habe aber dann das Problem meiner Stromunterbrechung durch den alten herkömmlichen Schalter gelöst. Ja, und das ist aus meiner Sicht der riesen Mehrwert. Ihr seht hier auch, ich gucke jetzt gerade mal, das kann man hier, wenn man es zur Seite drückt, glaube ich, einfach abmachen. Genau, einfach so rum.
und dann feste draufdrücken, ohne Angst zu haben, dass was abbricht. Jetzt sind die beiden Taster hier dementsprechend ab. Also wenn man nicht die Notwendigkeit hat, dass man hier zwei Systeme separat schalten möchte, sondern wirklich den alten, herkömmlichen, einfachen Schalter haben will, liegt hier im Set auch schon diese Abdeckplatte mit dabei. Aber so sieht mein jetziger Schalter eben aus. Und ihr seht selbst, hiermit habe ich natürlich jetzt, wenn ich das so montiere, den riesen Vorteil, dass ich hier separat schalten kann und hier separat schalten kann. Das macht aus meiner Sicht totalen Sinn. Jetzt gucken wir mal, was hier sonst im Paket noch mit drin ist. Ich vermute mal überhaupt gar nicht viel, weil das Ganze ist ja wirklich super simpel und super einfach gehalten. Ich glaube, man kann es hier nicht mal weiter aufmachen. Also hier in dieser Packung, ich gucke jetzt mal rein, nö, da ist auch wirklich nichts mehr drin. Das ist nur die Packung, die ist leer. Das war's. Also mehr bekommt man hier bei diesem System nicht mitgeliefert. Man kann jetzt hier mit Sicherheit an der Seite, wenn man einen kleinen Schraubenzieher hat, ich nehme hier mal mein Messerchen, dann gucken wir mal, diese Platte hier lösen. Ja, das sieht gut aus. So, na komm, jetzt holen wir das hier mal raus. Die eine Seite haben wir schon mal. Das hakt sich so richtig schön in die Nasen ein. So seht ihr das. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Das ist der Teil, den man eben auf die Unterputzdose draufschraubt oder draufschrauben lässt vom Elektriker. Und hier seht ihr jetzt meine neue Zweier-Abdeckplatte. Das heißt, hier unten drunter, hier seht ihr es, da wird dann entsprechend die Steckdose reingesetzt. Und hier oben drüber kommt dann der smarte Schalter mit diesen beiden Wippen. Und dann kann es im Grunde auch schon losgehen. Ich würde vorschlagen, wir richten das Ganze jetzt hier mal in dem U-System ein. Ich bringe erstmal die Schalterwippen hier wieder auf, damit wir die auch gleich ordentlich drücken können. Das sieht gut aus. Das ist die U-App. Wir gehen jetzt hier ganz rechts auf die Einstellungen und dann auf Zubehör und dann Zubehör hinzufügen. Und dann scrollen wir komplett bis nach unten zu dem Friends of U Schalter. Und da seht ihr auch, was alles im Angebot ist. Also hier ganz viele verschiedene Firmen, die sowas mittlerweile bauen. Und in unserem Fall ist das der Zenik Friends of U Switch. Da klicken wir jetzt mal drauf. So, und jetzt wird gesagt, halte zum Verbinden 10 Sekunden lang die Taste unten rechts. Jetzt gucken wir mal, wo die Oberseite ist. Die Oberseite ist hier. Also so rum muss er jetzt liegen. Okay, ich drücke jetzt hier unten mal die Taste für 10 Sekunden. Halt ihn mal ein bisschen fest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, einmal loslassen. Sehr gut, das hat funktioniert. Jetzt möchte er, dass ich unten links, oben rechts gleichzeitig drücke. Okay, na, das war jetzt aber mal ganz extrem einfach. Und jetzt kann ich auch schon anfangen, einstellen, welche Räume bzw. Zonen, die ich vorher angelegt habe, diese beiden Schalterpaare hier steuern sollen. Mit der linken Seite wird angefangen. Ich nehme hier mal die Sitzecke. Ich habe nämlich zum Test hier eine Lampe neben mir stehen. Die hole ich gleich ins Bild rein. Dann können wir auch gucken, dass das ordentlich funktioniert. Und die rechte Seite, dann nehme ich einfach mal ebenfalls die Sitzecke. Und dann können wir vielleicht gleich mal verschiedene Szenen drauflegen. In der Theorie sollte das auf jeden Fall funktionieren. Okay, fertig. Das sieht gut aus. Da gehen wir mal rein und da ist auch der Schalter. Ich gehe jetzt hier nochmal rein und da sehen wir auch die gesamte Magie. Ich kann jetzt, ihr seht das, jede einzelne Zone oben, unten, also auf der rechten Seite oben und unten etc. Einstellen, was ich haben möchte. Wir bleiben mal oben und sagen jetzt einfach mal, ich möchte die Lampen der Sitzecke durch Drücken einfach nur einschalten, beziehungsweise wir machen die mal, wir weisen mal eine schöne Szene zu. Ne? Ich habe ganz, also ich habe sehr, sehr gerne diese Soho-Szene. Ich finde, die hat ein sehr schönes Flair. Okay, und wenn ich das halte, was soll dann passieren? Dann sagen wir einfach mal Helligkeit erhöhen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann gehen wir jetzt mal auf die rechte Seite und da hätte ich ganz gerne die Sitzecke, aber einmal in ganz hell. Okay, und wenn ich das halte, dann sagen wir auch mal die Helligkeit erhöhen. So, unten hätte ich gerne bei der Sitzecke die Nordlichter. Und auch hier möchte ich, weil ich es ja nach dem unteren Teil habe, möchte ich die Helligkeit gerne verringern. Und auf der Seite, wo ich die Helle ausgewählt habe, wählen wir jetzt ganz einfach mal die Option gedimmt aus, um das so ein kleines bisschen gemütlicher im normalen Licht zu haben. Und auch da möchte ich die Helligkeit gerne, wenn ich es gedrückt halte, verringern. Okay, dann speichern wir das Ganze mal ab. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob das schon funktioniert. Halt, ich muss mich noch mal ganz kurz aus dem Schnitt bei euch melden, bevor es dann weitergeht.
weitergeht, weil an der Stelle ist mir natürlich schon ein Fehler unterlaufen. Ich habe keinerlei Möglichkeit in der Konfiguration des Schalters eingebaut, die Lampen überhaupt wieder auszuschalten. Also wenn das so konfiguriert wird, wie ihr es gerade gesehen habt, dann könnt ihr zwar wunderbar alle verschiedenen Szenen auswählen und könnt da munter dimmen, heller oder dunkler, aber ihr habt keinerlei Chance, die Lampen wieder auszuschalten. Im Verlauf des Videos, das werdet ihr gleich sehen, habe ich das auch erkannt und entsprechend korrigiert. Von daher nur schon mal die Info vorab. Für euch geht es jetzt aber normal weiter. Hier steht sie, da ist eine ganz normale E27-Birne drin. Ich mache jetzt mal die Softboxen dunkel, dann seht ihr mich zwar nicht mehr, aber die Lampe. Und drücke jetzt hier oben mal den linken Schalter. Und wie wir sehen, geht die dementsprechende Szene hier, ich gehe mal in die Sitzecke rein in der App, dann seht ihr es besser, die Szene an, die wir uns eben ausgesucht haben. Und ich halte jetzt hier oben mal so ein bisschen fest. Ja, dann sieht man auch, dass die Helligkeit jetzt mehr geworden ist. Wunderbar. Jetzt habe ich hier unten auf diese linke Taste ja gelegt die Nordlichter. Jetzt probieren wir mal aus. Ich bin jetzt in den Nordlichtern drin, möchte aber gerne trotzdem das Licht heller machen. Ich halte jetzt also trotzdem die obere Taste, wo ja eigentlich Soho drauf liegt, gedrückt. Ja, und siehe da, es ist heller geworden. Also er wechselt jetzt, wenn ich dann in der anderen Szene drin bin, durch den Tastendruck unten und oben aber jetzt lange drücke, wechselt er nicht wieder auf die falsche Szene, auf die Soho-Szene, sondern er sorgt einfach nur dafür, dass das Licht dementsprechend heller wird. Wunderbar. Jetzt gucken wir hier oben rechts nochmal. Da habe ich ja die Szene hell draufgelegt und hier unten habe ich draufgelegt die Szene gedimmt. Das klappt ganz genau so super, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt habe ich in meiner Konfiguration natürlich einen Fehler gemacht. Und zwar, ich gehe noch mal ins Helle bzw. ins Soho und mache für euch mal wieder hell. Ich habe nicht bedacht, was ich denn jetzt tun muss, um die Lampe wieder komplett auszuschalten. Das habe ich dem Schalter ja jetzt eben sozusagen verlernt, weil er hatte per Standard, wenn ich mich recht erinnere, ja die Einstellung auf dem unteren, das hier, was du tun möchtest, wenn es gehalten wird, Leuchten ausschalten. Ne? Das habe ich nicht bedacht. Das heißt, ich habe jetzt hier unten links mal Leuchten ausschalten. Dann gucken wir mal, was passiert. Ich gehe jetzt hier für euch nochmal schön rein, damit ihr es gut seht. Gehe nochmal ins ganz Helle, damit es auch ganz deutlich ist. Und halte jetzt hier unten links mal gedrückt. Und die Lampe ist aus. So soll es sein. Also da muss man in der Konfiguration natürlich dann so ein kleines bisschen aufpassen, dass man sich nicht hier selbst irgendwie ein Bein stellt und da in Probleme reinläuft. Da bin ich noch mal ganz kurz. Ich habe jetzt während des Schneidens immer mal wieder so ein bisschen rumgespielt und habe, glaube ich, jetzt eine ganz gute Schalterkonfiguration gefunden, die ich final mit euch teilen möchte. Und zwar habe ich auf die obere linke Taste nun mal die Zone Schreibtisch gelegt, weil eben saß ich am Review-Tisch. Jetzt habe ich hier meine Schreibtischlampen stehen. Von daher passt das jetzt zum Demonstrieren ganz gut. Und zwar habe ich bei dem Tastendruck jetzt meine gewünschte Szene ausgewählt, nämlich die Szene Soho, und habe bei der oberen linken Taste gesagt, wenn ich halte, dann möchte ich gerne die Helligkeit erhöhen. Dann habe ich aber auf die untere Taste gelegt. Beim normalen Drücken soll die Lampe ausgeschaltet werden. Da sollen die Lampen Schreibtisch ausgeschaltet werden. Aber wenn die Taste gedrückt gehalten wird, dann soll die Helligkeit verringert werden. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert bzw. aussieht. Jetzt sind wir hier in der Szene Schreibtisch drin. Ich drücke jetzt einfach mal die untere linke Taste, dann ist es ganz einfach. Die Lampen gehen aus. Sieht man jetzt hier auch in der App wunderbar. Jetzt drücke ich die obere linke Taste und die Lampen gehen an. Ja, das heißt, ich kann jetzt schon mal wunderbar die Szene an- und ausschalten. Und wenn ich jetzt hingehe und halte die untere Taste länger gedrückt, dann verringert sich die Helligkeit. Und wie man sieht, das finde ich auch ganz spannend in der App. Ich halte jetzt oben mal so ein bisschen gedrückt, also ist jetzt an. Einmal kurz drauf gedrückt und halte das jetzt oben mal gedrückt. Die Lampe wird heller. Jetzt regelt in der App der Regler komplett nach oben und springt jetzt wieder ein bisschen zurück. Da ist offensichtlich ein gewisser Zeitversatz. Also die App zeigt, sobald ich halte und gedrückt halte, ganz schnell an, dass ich mich sozusagen nach unten oder oben bewege, je nachdem, ob ich dimme oder heller mache. Faktisch übermittelt er dann wohl aber den aktuellen Stand, nachdem ich die Taste losgelassen habe, nochmal exakt von der Lampe und springt dann jeweils auf das richtige Niveau. Also da live zuzuschauen auf dem Slider irritiert so ein bisschen, aber einfach nur gedrückt halten, auf die Lampe schauen, dann loslassen bei der Helligkeit, wo er stehen bleiben soll oder wieder runter.
runter und dimmen, loslassen, wo er stehen bleiben soll. Das funktioniert sehr, sehr gut. Von daher muss ich sagen, bin ich mit dem jetzigen Setup sehr, sehr happy und kann jetzt im Grunde dann auf meiner zweiten Wippe auf der rechten Seite andere Szenen belegen oder das eben nach Wunsch konfigurieren, so wie ich das brauche. Mir war es nur wichtig, dass ich euch das einmal ganz kurz zeige und jetzt geht es wieder ganz normal weiter. Ja, aber ich würde sagen, das war ja nahezu narrensicher. Also die Einrichtungen, die wir gerade durchlaufen haben, mit den paar Tastendrücken hier, vollkommen problemfrei. Und auch die Zuweisung der Szenen hier auf Basis der Schalter ist auch super, super einfach. Da muss man sich natürlich jetzt ein bisschen clevere Gedanken machen, was man konkret auf welchen Platz legen möchte, beim normalen Drücken und beim Halten, damit man eben dann auch das abgebildet bekommt, was man möchte. Ich bin jetzt tatsächlich gerade am Überlegen, weil wenn der Elektriker kommt, dann soll ja dieser Schalter hier ausgetauscht werden, beziehungsweise der alte Schalter soll ausgetauscht werden gegen diesen smarten Schalter und wie gesagt, unten drunter soll dann dementsprechend überbrückt werden, sodass meine Lampe Dauerstrom hat. Ich kann ja jetzt hier verschiedene Szenen und Lampen drauflegen. Jetzt habe ich diesen Zweierrahmen hier gekauft, also der normale Rahmen war ja dabei. Ich verlinke euch das auch alles mal, also das hier ist sozusagen ganz normal aus dieser 55er Serie von Gira, der Rahmen, den man bekommt, da gibt es dann Zweier, Dreier, Vierer und so weiter, weil ich mir dachte, das passt, Steckdose unten, hier oben dann der smarte Schalter. Jetzt, wo ich das so sehe, wäre es ja durchaus schön, wenn ich noch einen weiteren smarten Schalter oben drüber hätte. Dann könnte ich wirklich sagen, ich habe einen Schalter für Schreibtisch, einen Schalter für Sitzecke, einen Schalter für meine Softboxen und habe dann noch eine Schalterseite für was auch immer ich smart schalten möchte. Und das geht ja wunderbar, auch ohne Unterputzdose, weil, wie ihr gesehen habt, ich kann das Teil ja auch einfach problemfrei dementsprechend aufkleben. Ja, das heißt, ich kann den hier montieren lassen über der Unterputzdose und kann dann den weiteren Schalter einfach so oben drüber auf die Wand kleben lassen und dann trotzdem von dem Dreierrahmen verdecken und dann sieht man optisch überhaupt gar nicht, dass der dritte einfach nur geklebt ist. Also das finde ich vom Konzept her super, super spannend, zumal ihr natürlich durch diese Klebepads hier auch die Möglichkeit habt, das Teil einfach irgendwo im Raum zu platzieren und das komplett ohne irgendwelche Schlitze zu klopfen, Kabel reinzulegen und Dinge dieser Art. Also das Konzept finde ich sehr, sehr spannend und wie gesagt, ihr braucht dafür keine Batterie und ihr habt die Möglichkeit, alles wunderbar schön frei zu belegen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum Abschluss zu der Alternative, die es da noch gäbe, gegen die ich mich aber entschieden habe. Und zwar ist das ein Unterputzmodul von Philips Hue. Man nimmt den Originalschalter einfach heraus, also den alten, nicht smarten, doofen Schalter heraus und geht hin und überbrückt dann die beiden Kabel, die im Schalter drinstecken, mit einer Vago-Klemme, sodass die Lampe eben Dauerstrom hat, beziehungsweise nicht Mann, sondern ein Elektriker, weil nochmal, man darf das meiner Kenntnis nach nicht tun, selbst ohne über die entsprechende Fachkenntnis und eben auch den Beruf zu verfügen. Und dann geht man hin und kann dann anstelle der zwei Drähte, die zur Lampe führen, dieses kleine Unterputzmodul, was in die Dose sozusagen dann einfach reingelegt wird, an den Schalter anschließen. Und demnach, wenn ich dann den normalen Schalter betätige, dann sorgen diese beiden Kabelchen dafür, dass das kleine Unterputzmodul dann auch wieder die Funkverbindung zur Bridge aufbaut und sozusagen den Schaltvorgang mitgibt. Und das hat den riesen, riesen Vorteil, dass ich eben nicht diese relativ teuren, smarten Schalter kaufen muss oder das austauschen muss, sondern ich kann meinen alten, standard, normalen Schalter einfach weiterverwenden. Aus meiner Sicht, Nachteil ist eben, dass da eine kleine Batterie drin ist, eine kleine Knopfzelle drin ist. Die muss irgendwann ausgetauscht werden, auch wenn die wohl eine sehr, sehr lange Laufzeit hat, wie ich gelesen habe. Und der zweite Fakt ist natürlich, hier habe ich meine wunderbaren beiden VIP-Seiten. Ich habe bei meinem Schalter, der im Moment verbaut ist, eben nur die große Standardwippe. Und wenn ich jetzt da verschiedene Szenen drauflegen würde, ich habe mich so tief mit diesem Unterputzteil gar nicht beschäftigt, dann gehe ich mal davon aus, dass man da wahrscheinlich irgendwie den Schalter zweimal an-aus machen muss, um dann in eine andere Szene zu schalten. Ansonsten ist man dann natürlich durch diesen einen Schaltvorgang einfach limitiert. Das hat mir, um es wirklich im Alltag zu verwenden, nicht ganz so gut gefallen. Da habe ich jetzt lieber in meinem Fall hier die 50 Euro in die Hand genommen, um das austauschen zu lassen. Das ist natürlich hier in meinem Studio recht einfach, weil es genau ein Schalter ist. Jetzt macht das aber mal im ganzen Haus und gibt jeweils gute 50 Euro für so ein Teil aus. Das geht dann natürlich irgendwann richtig ins Geld. Also am Ende des Tages muss jeder selbst entscheiden, was er möchte, was der Geldbeutel auch hergibt und wie smart bzw. flexibel die Schaltung letztlich dann sein soll. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich bin mit dem Konzept, so wie ich es gesehen habe, sehr, sehr zufrieden. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das war ein bisschen spannend. Ich werde in diesem Bereich auf jeden
jeden Fall noch ein bisschen investieren, weil ich das Thema Smart Home sehr spannend finde. Auch mit HomeKit habe ich mich schon ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Da kann man ja auch ganz, ganz wunderbare Sachen mitmachen. Von daher wird es auch hier auf meinem Kanal in diesem Segment sicherlich in Zukunft nicht langweilig werden. Bleibt gesund. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Über ein Abo auf meinem Kanal würde ich mich ganz extrem freuen. Genauso wie über einen Daumen nach oben für dieses Video. Und wir sehen uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!